Ja, hallo, hier ist Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für Freitag, den 27.11.2020. Damit nehmen wir uns langsam schon dem Novemberende. Sollte man nicht ganz außer Acht lassen. November hat jetzt noch 2 Tage. Der Freitag ist nun ein ja, Brückentag, könnte man sagen, in Amerika. Das heißt, die haben auch verkürzten Handel. Dort werden nicht viele am Parkett sein. Das heißt, das wird wahrscheinlich ähnlich ruhig sein. Aber man sollte die Monatskerze im DAX ein bisschen im Blick behalten. Also, das ist ja so ein brutales Ding momentan, wenn wir da mal gucken, von wo wir reingekommen sind. Also, huch, da falsche Taste gedrückt. Wenn wir das mal so angucken, Ende Oktober standen wir hier unten, ja. 30.10. haben hier angefangen um 11.500. haben wir die Monatskerze begonnen und wir stehen absolut am Ende des Kerzenkörpers. Da brauchen wir nicht mal in den Monatschart reingucken. Das ist eine brutale grüne Kerze, die vor allen Dingen alle roten, die hier entstanden sind, mit einmal aufschluckt halt, ne? Also das ist schon eine ordentliche Ansage nach oben mit fast 2000 Punkten Spann. Das ist für eine Monatskerze brutal viel. Also das ist wirklich, also das ist nicht schlecht. Da wundert es nicht, dass hier momentan echt die Bremse getreten wird. Der DAX sich hier brutal zurückhält. Ich meine, jetzt zum Donnerstag, zum Feiertag, ja, es war ja so erwartet. Wir hatten ihm ein bisschen mehr Spaß gegönnt. Ne? 3,50 haben wir gesagt, unten 2,50. So ganz ist es das nicht geworden. Na doch, 2,50 unten haben wir gesehen, aber oben für eine 3,50 hat es nicht ganz gereicht, oder? Wo waren wir? 3,30, ne? Im Hoch. Also so grob im Ganzen hat er sich an das gehalten, was wir gesagt haben, aber das, ja. Gut, nächstes Thema. Ist halt einfach hier dazwischen geblieben, hängen geblieben. Noch in der Range. Sieht ein bisschen nach einer kleinen Flagge aus, ja, wenn wir das jetzt so angucken. Das heißt, kommt Dynamik nach oben zum Freitag. Hätte die Potenzial, sich bis zum Abend durchzusetzen. Und dann wäre hier schon die nächste Etage angreifbar. Das sollte man vielleicht nicht zu viel erwarten, gerade wenn die Amerikaner verkürzten Handel haben. Aber ich sag mal, eine 400, wenn er oben treibt, ist in Ordnung. Aber wir stehen unten recht schön an der Kante. Also, Sie sehen es auch mit den Bändern hier. Wir gucken Sie mal, wie lange der DAX schon nicht mehr aus dem unteren Band raus war. Sollte der hier aus dem Band rausfallen, und dafür muss er nur unter 250, 8, 9 Uhr, dann fängt er an, nach unten umzudrehen halt. Ne? Also, dann kommt eine Umkehr rein hier auf Stundenebene. Da sollte man ein bisschen aufpassen. Geht er dann auch noch unter die 200, die 170, 190 hier, dann würden nach unten Short-Signale kommen, kleine Verkaufssignale. Sollte man nicht ganz ignorieren. Auch wenn er da oben recht stabil wirkt. Aber auf der Oberseite ist es halt auch nicht anders halt. Ne? Es ist das gleiche in Grün. Das heißt, wenn wir hier mal ein bisschen Schwung drüber kriegen, über 330, über 350, ja, kann er raus. Warum nicht? Das ist alles möglich. Die Freiheiten, die hat er. Wie gesagt, eine 400, das ist durchaus zum Freitag auch im amerikanischen Halbfeiertag oder Brückentag erreichbar. Und ansonsten bleibt hier alles unverändert. Die wichtigen Marken hier zwischen 350 und so weiter, 330, 315, das bleibt alles so wie bisher. Die 300 wieder weiter wichtig und so weiter und so fort. Interessant ist halt, dass die Bänder hier extremst eng sind und hier langsam einen Ausbruch ankündigen. Der muss nicht nach unten kommen, der kann auch nach oben kommen. Jetzt hier ein bisschen leichter zum Freitag unten raus mal zu probieren. Wenn er denn so überhaupt morgen wieder reingegeben wird um 2,75 rum. Und ansonsten, das ist nicht weit hier oben, das sind nicht viele Punkte, aber es ist weiter eine Entscheidungszone. Auch wenn da der eine oder andere sagt, Mensch, warte, ich krieg bei dir gar nicht gesagt, ob ich jetzt hier Long oder Short handeln muss. Dann haben sie zumindest erstmal das richtig rausgehört. Denn es ist einfach eine Seitwärtsbewegung. Punkt. Da gibt es keinen Trend, wo wir sagen können, boah, krass, und hier muss man um Teufel komm raus, jetzt Long oder Short rein, ist noch nicht. Es ist noch nicht. Wenn dann eher sogar Long, in dem Moment, wo er lange grüne Kerzen setzt, hätte man hier Wahrscheinlichkeitsvorteil durch die aktive Aufwärtsbewegung noch nach oben. Ja, auch durch die Flagge, das wollte ich damit auch sagen. Ne? Drückt er sich jetzt lange grüne Kerzen rein, hätte er schon Chancen, sich weiter bis 400, ja, wir haben es doch eigentlich erzählt, ne? Hätte er Chancen, weiter bis 400 zu gehen. Ja, aber muss kommen. So haben wir keine Signallage. Keine Signale, keine Wahrscheinlichkeitsvorteile. Ohne Wahrscheinlichkeitsvorteile muss ich nicht unbedingt Trade machen. Das ist Trading halt, ne? Gut, drücken wir hier auch noch das nach. Und dann würde ich sagen, machen wir das Ding zu. Viel Erfolg zum Freitag und schon mal schönes Wochenende. Wir hören uns dann am Sonntag wieder. Bis dahin, ciao.